Der Mann hat mal 300 und wie viel Tausend gewonnen? 7. Hansi, wie geht's? Ja. Ja. Gut. Ich habe heute schon Polizeikontrolle hinter mir. Du, ich habe gerade gesehen, was war da los? Wollten die Ausweise oder was? Ja, die wollten mich mitnehmen, aber kam nicht über den Zaun. Stell dir mal vor, den setzen die hier Holzschneider an und machen den Zaun auf, dass sie dich mitnehmen können. Nee, die waren super entspannt die ganze Zeit. Aber mit den, dann habe ich halt meine, es wurde dunkel und ich habe halt so LED-Spots, ne, wie hier. Mhm. Und die habe ich dann angemacht und wirklich eine Minute später kamen die schon angerast. Und also nee, die waren super nett. Du hast Licht da angemacht? Ja. Das geht natürlich nicht, so ein bisschen Musik ist schon okay, aber kannst du nicht mit Lichtern an der Landebahn vom Flughafen da rum? Das war nicht an der Landebahn. Die Landebahn, das sah man ja, die sind ja, ich war quasi an der Seite von der, also, und das sind ja auch nochmal, weiß ich nicht, einen Kilometer entfernt oder so. Aber ja, natürlich, ich habe euch auch die Strahler nicht da nach oben gemacht, sondern seitlich auf mich. Nee, passt schon, alles okay. Ja, ich habe mir das schon gedacht, bei den Lichtern dachte ich so, oje, oje, vielleicht gibt das Ärger. Ja, aber wie gesagt, die waren super nett. Also ich meine, da gibt es andere Kaliber, die wahrscheinlich dann wirklich, haben sie immer alle hier, so, ne? Ja, man muss auch mal entspannte Leute. Man muss auch mal Glück haben mit der Polizei. Ne? Wenn ihr den Mark Gorg nicht kennt, dann zeige ich euch jetzt mal ein bisschen Mark Gorg. Der Mann hat mal 300 und wie viel Tausend gewonnen? 7. Nicht 7K gewonnen, Shake Hands. 307.000 Euro. Here he goes again, all in. Guck mal, er liest ein Buch, Leute. Hier, stopp. Guckt euch das mal an. Weißt du, was ist das denn für ein Typ, denkt man sich? Sitzt da mit dem Buch, tiefenentspannt, aber das war dein wahrscheinlich auch. Jetzt ist Stopp, ich pass nochmal kurz. Stopp, seht ihr, wie er da liest? Wie er da liest? Aber das ist doch safe auch wieder eine Waffe von dir gewesen. Das Buch hat mich durchs komplette Turnier getragen. So, ich habe ab Tag 2 habe ich das Buch gelesen. Bewusst, weil du die Gegner damit unsicher machen wolltest? Nö, weil ich mich für die Uni auf eine Hausarbeit vorbereitet habe. Du weißt ja, also Online-Poker geht schon, machst du halt deine 20 Tische auf und dann klickst du dich da durch. Aber Live-Poker, da passiert halt einfach mal 2 Stunden gar nichts. Ja? So, von daher musst du dich irgendwie beschäftigen und dachte mir, ey, das war im März und dann ist ja so ein bisschen Prüfungsphase, was die Uni angeht und dachte mir, ey, nimmst du das Buch mit? Kannst gemütlich im Turnier noch so ein bisschen lesen, ein paar Sachen ausarbeiten. Und da habe ich halt das ganze Turnier gelesen und irgendwann warst du halt Tag 2 und dann Tag 3 und dann warst du im Geld und Tag 4 und dann am Finaltisch, naja, klar bereite ich jetzt hier keine Uni mehr vor, ist doch logisch. Aber das weiß nicht, das hat im kompletten Turnierverlauf hat das irgendwie funktioniert mit dem Buch und da warst du halt am FT auch noch mit dabei, so wie so ein bisschen Glücksbringer-mäßig irgendwie. Okay. Wie viel da war der? Also das Ding ist, du siehst halt auch schon irgendwie, ich bin halt übelst gut drauf und hab mega Bock auf den Spot. So. Ich meine, das ist ein Coinflip, klar, irgendwie As-9, 7er, was auch immer, er hat einen leichten Vorteil, siehst du, 56%, aber ich bin total confident und mir geht's gut damit und er ist total fertig und schnauft und sackt schon vorher so ein bisschen zusammen und hat eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß. Ne? Ja. Platz 5 oder 6 ist das jetzt hier. Aber hatte er da schon die Vorgeschichte, was du erzählt hast, mit diesen vielen Final Table Bustos? Ja. Dann liegt das daran wahrscheinlich. Ja, genau. Er erzählt auch die ganze Zeit auf Italienisch mit seinen Kumpels hinten so. Und wieder irgendwie Ass 9, das hat er beim letzten Mal schon, Ass 9 und irgend so ein Käse. Ja. Ich stehe halt bei den Zuschauern und gucke oben auf den Fernseher, ne? Mhm.
Mark Gort moves in front. Luca Pagano on the verge of elimination. This just keeps happening to him. Can he get lucky one time? War eine schöne Hand. Can he hit that seven on the river? No. It's happened to him again. Hey. His 10th cash on the EPT. Another final table appearance. Geht die Reiserichtung. He is eliminated. Winner Chicken Dinner weiter da bei dir. Und so weiter und so fort, genau. Ja. Das war ein wichtiges Ding. Ja, danach fängt an, Sandra halt uns auszurasten, nimmt irgendwie die zwei anderen Jungs noch raus. Also Storakas und McDonald. Und dann waren wir halt zu dritt. Ist das seine Basso-Hand? Ja. Weil ich war zwischenzeitlich, wo wir zu dritt waren, war ich Chip-Leader. Geht völlig unter. Aber ist nicht so schlimm. Und dieser Kanisch, ist der auch ein Pro? Ich wollte es callen. Hatte vorher online wohl viel Erfahrung und war ziemlich fit. Hatte auch ein paar Jungs dabei, die ziemlich fit waren. Glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie aus dem Poker-Strategy-Umfeld. Ich habe den allerdings danach, glaube ich, noch einmal gesehen auf irgendeinem Turnier und dann aber nie wieder. Also keine Ahnung, was da abgeht. Ob es den überhaupt noch gibt, ob überhaupt noch Poker spielt oder was, ich kann es mir nicht vorstellen. Und die New Yorks hat ja auch aufgehört. Ja, die chillt ein bisschen in Portugal, macht irgendwie was mit Pferden. Sieht man, Facebook. Das hätten wir jetzt auch falsch verstehen können. Ich weiß nicht, was du auf Facebook so mit Pferden siehst, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Nein, ich meine, jetzt haben wir aneinander vorbeigeredet, ist egal. Das meine ich nicht, aber gut, 1-0 für dich. Oh, sie mag dich, hast du gehört? Ich war einfach übelst touchy die ganze Zeit. Ey, ich habe alle angefasst. Immer Handshake und hingehen und umarmen und nochmal. Kam manchen Leuten vielleicht ein bisschen sonderbar vor, aber. Weiß nicht, so war ich da halt drauf. Ich fand das alles cool. So, hab mich da wohl gefühlt. Und jetzt reden wir natürlich Tacheles. Warte, ich zieh dich mal wieder hier rüber. Frage. Die 307.000, ne? Ja. Warst du gestaked? Nein. Das war alles dein Geld? Ich habe mich qualifiziert. Ich habe im Vorfeld... ich wurde gefragt, ob ich Bock habe, mit nach Dortmund zu fahren, ein bisschen Satellites zu spielen, weil da ist jetzt EPT und so, da haben wir mal angeschaut, da gibt es irgendwie 300 Euro Rebuy und 600er Freeze-Out, dachte mir, gut, Rebuy, 300 sind, rechnest du mal 900, ja? Nimmst du mal noch ein Add-on und nochmal ein Rebuy und der 600er Freeze-Out dachte mir, 1500 Euro, ne, ja, scheiß drauf, machen wir schon, klar, warum nicht? Und dann sind wir dahin und Satellite gespielt und gleich im 300er Rebuy durchgerutscht. Und dann hat man das Ticket fürs Main Event, ja. Geil. Das Lustige ist. Das ist natürlich schon mal abgefahren, wenn man über ein Satellitenturnier reinkommt und dann noch so weit reist. Auf jeden Fall. Ja, das war schon eine heftige Geschichte. Zumal ich war auf der Bubble im Satellite, war ich ja all in, ne? Das war auch heftig. Und aber wirklich, ich hab nicht mehr viel, eine halbe Ante oder so, hab dann irgendwie ein bisschen was bekommen, was nochmal irgendwie für so einen halben Orbit gereicht hätte und dann ist aber am Nachbartisch dann die Bubble platzt und dann war ich drin, also weiß nicht, kommt halt alles zusammen dann irgendwie, ne? Das Allergeilste ist aber eigentlich, das ist eine Geschichte, also ich meine, das mit dem Satellite, das kennen schon einige, aber was halt wirklich ganz wenig Leute wissen, das kann ich jetzt mal ausplaudern, das ist einfach so lustig. Du musstest ja in dieser Spielbank in Hohensieburg in Dortmund, musstest du jeden Tag Eintritt zahlen. Also ob du jetzt Turnier spielst oder nicht, oder du musstest immer Eintritt zahlen. Eintritt waren halt dann auch mal direkt irgendwie 20, 30 Euro. Ach, so viel. Ja, die wollten richtig Geld sehen. Ne? Auf jeden Fall komme ich jetzt am letzten Tag zum Finaltisch dorthin und spiel um den ersten Platz von einer knappen Million und kann original meinen Eintritt nicht bezahlen. Nein. Ich habe keine 30 Euro mehr in der Tasche. Ich habe keine 30 Euro mehr in der Tasche. Kann den Eintritt nicht bezahlen. Aber ging denn schon, ne? Geil. Das ist so ein Fun-Fact irgendwie, den kenne ich so viele.
Aber auf jeden Fall ganz, ganz witziges Turnierchen am Ende, ne? Danke, danke, XX, für deinen Raid. Und nur noch 5 Euro wollen die jetzt Eintritt haben, sagt er. Ah, jetzt nur noch 5? Okay, wow. Aber früher haben die richtig, also... Aber wie bist du an deine 30 Euro gekommen? Ja, ich war nicht alleine da. Okay. Geil. Hat er seinen Eintritt wiederbekommen? Eintritt noch nicht wiederbekommen. Ich müsste irgendwo in meinem Archiv, ich habe irgendwie über die Jahre so Zeug gesammelt, Eintrittskarten von Casinos, Bänder aus Casinos und auch so Tüten, wenn du in Tag 2 kommst, so kriegst du ja mal eine Tüte, wo du deine Chips rein tust, habe ich ja auch noch übelst viele Tüten und so. So eine kleine Sammlung. Und irgendwo müsste ich wahrscheinlich noch Eintrittskarten haben von dem Turnier. Die müssten hier irgendwo rumliegen, glaube ich aber. Geil. Aber dann lief es ja sehr gut für dich. Und wie ging die Reise weiter dann? Also, ja, pokertechnisch. Wie ging die Reise weiter? Dann war natürlich von 0 auf 100. Ne? Irgendwie so mein erstes großes Turnier überhaupt und direkt, bam, Vollgas. Da denkst du natürlich erstmal, jetzt steht dir Tür und Tor offen. Ne? Hallo Pokerwelt, da bin ich. Und dann wirklich viel gereist. EPT hier und dort, gleich mal einen Monat später nach Sanremo und so weiter und so fort. Und ja, viele Jahre eben über einen kompletten Globus, so Vegas gewesen. Na, German High Roller kam ja dann auch noch, TV-Produktion. Weiß nicht, ob das dann auch nochmal Thema wird hier. Ja, das können wir uns gleich auch nochmal angucken. Und dann halt natürlich super viel gespielt, ne? Wenn du dann eben dabei bist und wirklich die internationalen Pokersachen mitnimmst und viel reist, dann ist eigentlich, also viele Leute denken immer erst, boah, 300.000 Euro gewonnen, mega krass, aber 300.000 Euro ist eigentlich nicht so viel, ne? Wenn du jetzt diese Pokernummer auf großem Level wirklich angehst, dann kommt man da jetzt nicht so weit mit. Ja, das hat man auch relativ schnell gemerkt. Wenn du mal irgendwie so 2 Jahre nichts gewinnst, dann denkst du plötzlich so, oh, gut, spielen wir jetzt die nächste EPT unbedingt noch oder treten wir ein bisschen kürzer? So, von daher hast du alles auf eigene Tasche gespielt? Hast du keinen, der hinter dir stand und dich gestaked hat? Nee, das haben wir natürlich alles. Das, sicher, sind auch Fehler passiert. Klar, wahrscheinlich hätte man viel mehr noch irgendwie tauschen sollen oder Leute im Hintergrund mit reinholen sollen. Aber gut, ich meine, so gib mal. Ich habe ja denn die Sunday Million, habe ich ja auch noch Kohle abgeholt, irgendwie 100.000. Und dann kriegt man jemanden mit Anfang 20 eine 500.000 in der Hand. Was soll denn passieren? Ja. Und dann auch noch im Glücksspielsegment. Ja, super, ja. Super Voraussetzung. Das schreit ja nach einer Erfolgsgeschichte, nicht wahr? Ja, und dann hast du letzten Endes dich so ein bisschen verzettelt, das Geld nicht so ausgegeben, wie man es, oder angelegt, wie man es anlegen sollte. Na, anlegen mit Anfang 20 am Arsch. So, weißt du, wie es ist, ne? Guck mal, arme Sau, sagt der Knüppel zu dir. Nein, er schreibt, er liebt dich, ich liebe dich, sagt er. Also, guck mal, was für eine Liebe hier direkt. Aber das heißt, dann bist du eigentlich andersrum. Das heißt, nee, warte mal, jetzt müssen wir eigentlich... Doch, du warst am Thron und dann bist du eigentlich gefallen, auf dem Thron und bist gefallen. Und wie hast du dich dann wieder gefangen? Also irgendwann... Na, was heißt Gefahr? Also das Ding ist, ich war nie massiv verschuldet und ich war auch nie auf Null. Es gibt ja so immer diese Storys, so der irgendwie zack, Millionen und dann wieder am Arsch und dann musste er sich irgendwie Geld leihen und dann wieder hoch und wieder zurück und so. So war es ja bei mir nicht. Bei mir war es ja relativ moderat, ne? Nee, ich meine, sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt. Knüppel sagt nochmal, er ist noch nicht gefallen. Ja, so meine ich das nicht. Wie er gerade geschrieben hat, dass er, ich gehe auf seine Antwort ein. Du hast ja gesagt, du hast mit Anfang 20 eine 500.000 gehabt und hast gerade gesagt, dass du das Geld, wer so viel Geld in der Hand hat in dem Alter, da macht man das halt nicht wahrscheinlich wie jetzt in deinem Alter mit 33 oder noch älter. Dann geht man anders vielleicht mit so Summen um. Daraus lese ich jetzt mal. Das ist ein großer Vorteil, ne? den ich jetzt habe. So, also wenn ich in meinem Leben mal wieder zu Geld komme, in der Größenordnung, durch was auch immer, Poker oder irgendeine andere Art Arbeit oder was weiß ich, ja, dann werden mir halt Fehler, die damals passiert sind, wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ja? Weil eben die Erfahrung da ist und man jetzt ein bisschen. Ja, aber das wird dir ja nie einer nehmen können. Ich meine, die Erfahrung kann mir sowieso keiner nehmen. Du hast ja die. Ja, erlebt habe, meine Fresse, war das geil.
Ja, ich meine, wie viele Leute, die hier pokern und die, genau, dazu zähle ich auch, wünschen sich das, was du erreicht hast. Also das musst du mal von der Perspektive sehen, ne? Das auf jeden Fall, klar. Wie würdest du dich bezeichnen? Siehst du dich als Poker-Profi oder als... Noch nie. Noch nie. Ich war noch nie Poker-Profi. So, dafür hatte ich immer eben einen viel zu unprofessionellen Umgang mit der ganzen Sache. Ja? In irgendeiner Art und Weise hat das schon möglicherweise vom zeitlichen Umfang und von den Erträgen, die man hier und da erzielt, hat das schon irgendwie was von einer Art Profession in dem Sinne, aber ich würde mich selber eigentlich nicht als Poker-Spieler bezeichnen. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen, ja, wie bezeichnet man sich da jetzt so? Ich, keine Ahnung, ich mag Poker, ich bin Pokerspieler auf jeden Fall, ja, aber Poker-Profi? Keine Ahnung. So, Profi, ja, was ist noch Profi? Ja? Genau, das also, ist halt. Wenn man sich viel Geld verdient oder wenn man schon ganz lange dabei ist oder wenn man auf Twitch einen Stream hat oder wenn die Leute einen kennen oder wenn man im Fernsehen Poker spielt, ist man dann Poker-Profi? Keine Ahnung. Das erste Mal, als ich Marc getroffen habe, war im Kings Casino und er kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und keine Ahnung, hast mich dann irgendwie irgendwas trinken war und keine Ahnung, du warst so herzlich und so, ich habe direkt was ist das eigentlich für eine coole Typ? Habe ich zum Niki, glaube ich, Niki oder irgendwie, habe ich gefragt. Ja, Marc, Gork, weil ich, wie gesagt, auch in der Szene so neu bin, dass ich halt jetzt nicht jeden Namen irgendwie verbinden kann. Zu der Zeit, wo du in die Poker-Szene reingerutscht bist, klingt so wie Drogensumpf oder sowas. Also, wo du denn quasi zum Pokern gekommen bist, in der Zeit war ich jetzt halt ja, medial jetzt nicht so relevant. So, ich meine, ich war immer da, war immer auf Live-Events, viel in Österreich gewesen und Videoformat haben wir auch schon gehabt über die Jahre. Was allerdings dann eben nur im Facebook passiert ist, was viele vielleicht nicht mitbekommen haben. Also ich war schon immer irgendwie präsent, aber möglicherweise hast du einfach mich gar nicht so mitbekommen, ne? Ja, es war halt davor. Ich glaube nochmals auf deine Sache mit dem Profi zurückzukommen. Die Definition von Profi legt wahrscheinlich jeder anders aus, aber ich glaube, sobald du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, bist du in deinem, was du auch machst, also wie ich jetzt sage, ich bin professioneller DJ, weil ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, deswegen stelle ich mich auch am Flughafen und lasse mich von der Polizei abführen. Nein, das sind ja natürlich jetzt andere Umstände, Corona-technisch, aber im Normalen, ohne die Pandemie, kann ich ja davon leben. Und so sehe ich das, glaube ich, beim Pokern auch. Wenn jemand sagen kann, er kann seinen ganzen Lebensunterhalt damit bestreiten, dann ist das, glaube ich, professionell, oder? Durchaus. Also wenn es so, denn ich bin also zumindest mal dann, also ich verdiene auch mit anderen Sachen Geld, aber dann zumindest anteilig wahrscheinlich Profi, ja, weil ich über die Jahre auch immer irgendwie anteilig eben mit Pokern Geld verdient habe. So. Ja. Ja. Kann man schon irgendwie, ich kann das auch nachvollziehen, dass das manchmal irgendwie von mir behauptet oder das sagen will, so, aber ich weiß, ich würde mich halt nicht so bezeichnen. Aber gut, wenn die Leute sagen hier, dass ich der Poker-Profi bin, na von mir aus. Ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes. Also, für mich bist du der sympathische Poker-Profi. Marc, jetzt schauen wir mal da rein. Und vielleicht kannst du einfach ein bisschen darüber erzählen. Die Geschichte war ja quasi Pokerstars Marketing-Ding, so in Zusammenarbeit mit Sport 1. Also Sport 1 kommt ja jetzt nicht an und sagt, komm, wir finden Poker lustig, wir machen da mal. So, die wollen ja auch ein bisschen was verdienen. Und das war halt alles finanziert von Pokerstars. Und ich habe ja EPT, wo ich einen dritten Platz gemacht habe, das hatten wir ja gerade. Das ist auch ein Pokerstars-Event und dann lernt man natürlich relativ schnell die Leute kennen. Und habe da scheinbar ja, ganz stabilen Eindruck hinterlassen und wurde dann eingeladen und ich hatte da eh Bock drauf, so, warum nicht? Und dann war ich halt dabei. Da ist er, schön. Die Haare ist schön. Wie soll man das sagen? Beeindrucken lässt, großartig. Das ist nach unten gewandert. Und hier das Hemd auf, also das T-Shirt weit auf. Ass 8 und Marc Gork mit dem Call. Da wird sich der Markus übrigens ärgern, wenn er das nachher im Fernsehen... Ja, die Hand kenne ich auch noch. Warum war ich klar, dass du die Hand rausholst? Gut, dann kommen wir jetzt ganz offiziell zu dieser Hand. Sie ist relativ eindeutig definiert. Top-Paar, Top-Kicker.
Arme Sau. Gork. Was hast du denn da hing? Was war das, sein Glücksbringer? Das ist Sparschwein, das habe ich mal geschenkt bekommen. Das fand ich eine schöne Idee, wenn das da rumsteht. Das ist eine schöne Schere, ja. Schönes Sparschwein, wo arme Sau draufsteht, mit einem 500-Euro-Schein oben drin. Ja. Herrlich. Ja, Humor. Kicker für Mark Gork. Ist auch mal nicht schlecht beim Pokern. Das paar Vierer noch vom Tisch dazu. Ja, ist eigentlich der Meister, ist dann das gut. Joram bleibt dabei, in der Hoffnung, dass keiner getroffen hat. Ja, super schön. Aber ja, König 4-4, das ist ich denke mal, den Riesenpot spielt er jetzt damit nicht mit seinen Pocket-Paar-Dreiern. Ich denke mal, eine normale Bet jetzt hier von Mark Gork. Im Bereich 12, 1500. 500, das finde ich aber sehr dünn. Denn jetzt kämen ja noch ein paar Hände in Frage, die bezahlen. Auf Flushdraw oder keine Ahnung, Dame 10. Und da war es so, dass ich das dafür zwei Wochen oder so stehen hatte, weil ich es nicht gebraucht habe. Und plötzlich war es halt weg. Ja, okay, habe ich mich erstmal geärgert, weil war ein schönes Fahrrad. Ah, der Typ 2 von dir. Der spielt einen 100er links von dir. Flop und wer ist das halt nochmal? Zwei links von mir sitzt jemand, zwei rechts von mir. In der Mitte ganz in schwarz. Also genau, ich weiß, ob das gut geht. Ja, ist von oben von der Kamera, meinte ich. Ja, genau, zwei rechts von dir. Du hast recht. Johannes Straßmann. Wenn du foldest, zeige ich dir meine Hand. Echt? Ich habe nicht 7-2 übrigens. Wenn ich 7-2 habe, kriegst du alles, was im Pott ist, zurück. Du bist ein sehr, sehr freundlicher Spieler. Das sieht halt so aus. Geil, wie er da trasht hat. Kriegt den Pott, wenn du einen König, einen Buben oder eine 4 hast? Nur so? Das können wir nicht machen, das wäre nicht so profitabel. Okay, überlegen wir mal kurz. Was kannst du sagen? Was ist Small Blind, ne? Was hat man denn so Small Blind? Was hat man so Small Blind? 3, 4, 4, 5, 4, 7, 4, 6 manchmal. 3, 3. Er sagt seine Hand. Aber ich gebe dir einen Tipp, 3, 4 ist nicht so weit weg davon. Aber ich zeig's dir eh. Naja, ist nicht so wild. Komm mal her. Komm. Er reizt ihn mehr, als dass er ihn vertreibt. Ja, ich will damit Fahrrad nach Hause. Was hast du da gedacht? Sechsen wären jetzt gut. Sechsen wären Bombe. Weißt du, was du vor 10 Jahren gedacht hast? Ja, weil es im Fernsehen war, vielleicht ist es ein bisschen im Kopf geblieben. Du callst so. Halt alles. Kein Platz. Das, was er da macht, sieht halt komplett nach einer 4 aus. Ne? Du musst mir nur die Möglichkeit dazu geben. So, spielt Jan schon ein bisschen blitzig, ne? So, Joram war auf jeden Fall damals, der zeigt noch ein bisschen voraus, der hat geile Sachen gemacht. Eigentlich kann ich es mir schon sparen, aber das ist halt immer das Ding so, wenn es nicht läuft, läuft es nicht, ne? Dann kannst du treffen, wie du willst. Bist halt hinten, ne? Das ist halt das in der negative Punkt am Berlin. Schmeiß da weg. Nee, der muss bezahlen. Von vorne 100. Ja, aber das sagst du von außen immer. Muss bezahlen, weil wir das Board sehen. Aber scheinbar hat Joram als Zuschauer ist immer einfach, dass ne? er ihn wirklich so zur Verzweiflung treibt, solche Zweifel auch aufkommen lässt bei Marc, dass er wirklich hier. Ich würde es nicht callen an deiner Stelle. Das König wegschmeißt. Ich bin überrascht, wie halt das Straßenpanorama. Jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Weihnachten. Der Joram ist weg. Das Schwein funktioniert nicht. Ich glaube, ich sollte dann. Das würde ich auch wegtun, das Schwein. Das ist nicht gut. Ja. Obwohl es recht hat. Ja, aber es ist halt so ein bisschen. Norman ist Omen. Man spricht ja eigentlich immer vom schwarzen Schaf. Das ist ein schwarzes Schwein. Talkshow oder was? Ja, klar. Was ist das Thema heute? Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Ein All-In wäre nicht schlecht mit Poker 4, ne? Aber habe ich leider nicht. Ach, Scheiße, komm, nimm's hin. Und Fold? Ja. Du musst mir die Hand eh zeigen. Ne? Darf ich callen? Ich hätte gecallt. Scheiße, da haben wir echt. Aber wie du machst, ist es halt falsch, ne? Ja, aber ich hab dir noch gesagt, weil ich vielleicht auch zwei Dreier habe. Vielleicht auch dreien. Ich hab ihn auf Dreier gesetzt. Also da muss ich wirklich auch meinen Hut vorziehen. Das ganze Gelaber, die ganzen Sprüche von Joram, sie haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Was mir aufgefallen ist, ist, wenn man, also sehr oft, wenn ein Spieler sehr lange über die Hand nachdenkt und viel darüber redet und folden die meisten. Du verabschiedest dich halt, ne? So, du willst jetzt noch nicht gleich, aber du verabschiedest dich dann so langsam aus der Situation, Trennungsphase und dann irgendwann weg, ja? Diese Zeit, die du da hattest, das war medial für dich auch
Höhepunkt, ne? Also war schon. Also du zähltest ja zu den bekanntesten deutschen Pokerspielern einfach. Es geht ja jetzt nicht um die Summen, die man gewonnen hat. Da gab es bestimmt welche, die vielleicht sogar noch mehr Geld in Deutschland gewonnen haben. Aber medial warst du einer der bekanntesten. Natürlich auch mit sehr großen Caches. Ja. Naja, was heißt mit sehr großen Caches? Wurde da relativ schnell überholt. Also es gab halt so einen Übergang, wo alles, was passiert ist, im Grunde für mich komplett gegenteilig lief. Also das, wo es bei mir dann eben so ein bisschen bergab ging, war genau die Phase, wo dann eben Philipp Grüssem, Igor Koganov und so, wo die dann eben kamen. Wo die alles gerockt haben. Das war ja irgendwie 2011, 12, 13, ging es ja bei denen komplett nach oben. Das war die Zeit, da ging es bei mir so langsam bergab, habe mich nicht mehr so blicken lassen. Das war auch die Zeit, wo der German High Roller so unglaublich teuer wurde, dass du es halt einfach auch nicht mehr spielen konntest. Ja? Wo dann Leon mit dazu kam. Ja. Da war also was wir eben gespielt haben, das war halt gemütlich, 50, 100, jeder 10.000, das kannst du halt spielen. Ja, wenn dann irgendwie 200, 400, Drittel, 800 mit 100.000 Auflage, dann ja, das spielst du halt nicht mehr so nebenbei einfach mit. Ne? So, von daher, das war eben genau die Zeit, wo alle groß rauskamen, wo alles viel teurer wurde. Weil früher war bei einer EPT das High Roller Event war halt 10.000 dabei, vielleicht mal ab und zu mal 25.000. Ja. Mittlerweile ist 25.000 Standard dabei, das interessiert keinen Schwanz mehr. So, da ist halt 100.000 ist Highroller, da geht so langsam los. Highroller, ja. Mal hier mal 200.000 Event, 250. Oh, mal wieder eine Million Buy-in. So ist halt heutzutage, ne? Wahnsinn. So, und damals war halt, das war ein bisschen anders. Das war einfach ein bisschen anders. Andere Zeit. So, von daher habe ich genau in der Zeit, wo Poker super, super teuer wurde, hatte ich dann eigentlich ja auch gar keine Chance mehr, so unglaublich viel Geld zu verlieren, weil das konnte ich mir dann sowieso nicht mehr leisten. Das hätte ich mir mit meinen 300.000 auch nicht leisten können. Von daher ja, wurde es dann um mich ein bisschen ruhiger, andere Leute kamen viel, viel mehr im Fokus als ich und dann ging es bei mir eben nicht mehr so oft ins Fernsehen, ja. Was ist danach passiert? Also jetzt ging es bei dir quasi, wie du gerade gesagt hast, wurde es ja etwas ruhiger. Bist du zwischenzeitlich aus der Pokerszene verschwunden oder hast du einfach nur noch online? Nicht so präsent. Also ich habe immer gespielt auf jeden Fall. Und 2014 ging es dann auch los mit dem Chiplead-Projekt. Quasi eine Videoshow quasi. Die war insbesondere in Zusammenarbeit mit der CCC-Gruppe Concord Card Casinos in Österreich gemacht haben, wo wir dann von deren Events berichtet haben über die Jahre. Das ging noch bis 2019. Anfang 20 war ja dann quasi die Schließung. Das heißt auch über 5 Jahre. Gibt es auch einen Facebook-Kanal und diverse Videos mit auch übelst vielen Likes und alles, das war ein Riesending und also wahrscheinlich bin ich deshalb über die Jahre zwischen 14 und 19 hat sich meine Präsenz dahingehend verändert, dass mich wahrscheinlich einfach in Österreich viel mehr Leute kennen als in Deutschland. So mit okay. Pokerbezug. Ne? Okay. Ja, das war auf jeden Fall cool und da war ich auch immer eben vor der Kamera als Moderator zu sehen, Interviews und dies, das und wie gesagt, dann auch viel, viel selber gespielt und dann auch immer mal drüber nachgedacht, auf jeden Fall dann so über die Jahre halt auch schon immer überlegt, ob Twitch vielleicht eine Sache wäre. Ich nutze Twitch passiv, so also zuschauend. Schon seit Ewigkeiten. Also wirklich, ich war ganz, ganz, ganz früh auf Twitch unterwegs und habe auch super viel die Jason Somerville Sachen geschaut. Wie heißt er noch? Jay Carver, der dann so groß war und so relevant war, dass er mit seinem Twitch ja schon vor Jahren dann irgendwie die Aussie Millions als offizieller Medienpartner quasi begleitet hat. Ne? Also Das habe ich super viel geschaut. Dann hat Flix hat ja auch 2014, glaube ich, angefangen. Da hatten wir uns auch mal in Vegas getroffen. Und es war irgendwie, es stand immer so ein bisschen zur Debatte, ob ich da nicht auch auf Twitch irgendwie was machen soll. Aber ich war immer so ein bisschen faul und dachte mir, ach nö,
Ja, und dann hat es halt sehr lange gedauert. Im letzten Jahr war es aber dann soweit. Und aber du hast die seitdem habt ihr mich ja an der Backe. Und du hast die ganze Zeit aber vom Pokern gelebt. Also unter anderem, nach wie vor unter anderem, ja, genau. Und wie gesagt, die ganzen Jahre auch viel gereist, auf Live-Events gewesen, so. Ich meine, wo war ich denn überall? Ich war, letztens erst drüber nachgedacht, so. Wann Knossi beispielsweise letztes Mal getroffen, auf Malta. Das war gar nicht so lange her, jetzt 2 Jahre oder so. Ja. Davor dann, kurz danach waren wir noch in Miami. Seminole, Hardrock, was ist denn das, eine WPT oder irgend so ein Zeugs. So, halt übelst viel unterwegs. Ne? Ich war schon lange nicht mehr in Vegas, das war 2014 wirklich das letzte Mal. Ansonsten immer EPT in Prag, weil es um die Ecke, Leipzig, Prag, Chemnitz habe ich vorher gelebt. Ist auch ums Eck. Da kommt man gut hin, denn eben durch die Videoproduktion super viel in Wien, wo ich auch viel spielen konnte. Also ich war immer da und ich habe immer gespielt und online halt auch. Aber jetzt durch dieses Twitch-Ding sieht man mich halt wieder mehr. Ich halt präsenter als eben in den Jahren, wo die Leute dachten, dass es mich vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja. Und hast du für dich ein Ziel gesteckt, als Beispiel, du willst nochmal so ein EPT, Final Table oder ein EPT gewinnen oder was auch immer, egal ob es jetzt mit Poker zu tun hat oder mit was ganz anderem. Ziele gibt es eigentlich keine. Ich mag das übelst gern, was ich gerade mache und das läuft unglaublich gut. Mit Twitch anzufangen war eine Riesenidee. Ja. Jetzt so rückblickend, also ich meine, den ersten Stream machst du halt einfach mal so, keinen Plan, mal gucken, was passiert. Ja? Und ich bin immer noch dabei und es gab eigentlich keine bedeutende Pause. So. Gut, vielleicht war ich mal irgendwie 3 Wochen im Urlaub, so. Aber das war es dann halt auch. Was die Pausen angeht. Und zieh das Ding halt durch. Es macht übelst Spaß. Die Follow-Anzahl wächst, die Community wächst irgendwie. Den Leuten macht das Spaß, mir macht das Spaß, allen macht es übelst Spaß. Und ich werde hier auf jeden Fall dabei bleiben und euch noch eine ganze Weile auf den Sack gehen. Und was mir auf diesem Weg widerfährt, ob da jetzt möglicherweise Zusammenarbeiten zustande kommen oder ob eventuell auch Live-Events wieder eine Sache werden und wir oder vielleicht mal online irgendwo was schnappen oder so. Es gibt keine konkreten Ziele, keine konkreten Pläne. Ich schaue einfach mal, was da so kommt. Ne? Mittlerweile spiele ich relativ viel Omaha Cash Game on Stream, wo ich eigentlich am Anfang dachte, dass das nur so eine Off-Stream-Sache ist und On-Stream ist halt irgendwie schöner, Turnier zu spielen. Ja? Ja. Weil dann hast du was, wo die Leute auch irgendwie mitspielen können und dann wächst das Turnier und wenn du am Ende halt wirklich weit kommst und am Finaltisch sitzt, ist das einfach viel, viel interessanter, als wenn du jetzt sagst, naja gut, okay, All-In, Call, okay, Hand verloren, Rebuy, nächste Hand. So, Cash Game ist halt irgendwie, dachte ich mir, das eignet sich nicht so gut zum Stream. Aber mittlerweile merke ich, das eignet sich hervorragend zum Stream. Und das interessiert auch wahnsinnig viele Leute, von daher. Das ist halt gerade so eine Sache bei mir. Omaha Cash Game. Aber das ja, kann du sein, hast halt dass in 1-2 Monaten vielleicht schon wieder was anderes ist. So. Wer weiß. Aber du hast natürlich jetzt auch eine gute Sparte. Ne? Also ich sag mal, gibt ja viele, die das spielen, aber ich meine, dass es deutschsprachig kaum Omaha-Content gibt auf Twitch. Glaubst du, meine Besucher sind nur deutschsprachig? Du kannst dir nicht vorstellen, was in letzter Zeit an internationalen Leuten herumhängt, wie oft ich Fragen in Englisch beantworten muss. Das ist das Nächste. Ich streame ja nur auf Deutsch. Und trotzdem ist mein Publikum mittlerweile wahnsinnig international. Ja, die melden sich jetzt nicht ständig alle, weil sie halt wissen, okay, ist ein deutscher Stream, aber das kommt trotzdem regelmäßig vor, dass da englischsprachige Fragen im Chat landen. Also das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, also was du gerade noch meintest, in Deutschland bin ich einer von wenigen. Also es gibt halt Omaha-Streamer, so. Schau dir Jay Nandes an, Suhe, die halt beide viel Omaha streamen. Aber es ist alles englischsprachig. Auch Cash Game denke ich jetzt an Thorsten Brinkmann zum Beispiel. Ejectus streamt auch, spielt Cash Game, allerdings No Limit Hold'em, aber eben weitestgehend auf Englisch. Ne? Ja. Es gibt niemanden so richtig, der eben auf Deutsch Cash Games streamt. So, und das mache ich halt gerade. Möglicherweise ist das eben mein Glück, dass ich da eben super, super viel Zulauf gerade genieße. Ja. Ja, also ich meine. Es gibt schon kleinere Streamer auch, die ein bisschen Cash Games spielen, die jetzt vielleicht nicht so
die Reputation haben, was ich natürlich, was ja auch ein riesengroßer Vorteil für mich war am Anfang und mittlerweile immer noch, dass die Leute mich halt vielleicht von früher kennen und deshalb gerne bei mir rumhängen oder schnell eben zu meinem Kanal finden. Ja, aber trotzdem, auch wenn man jetzt, also ich glaube, bei dir bleibt man da doch hängen, weil du halt, ne, für mich jetzt, ne, also jeder sieht ja anders, aber halt sympathisch und ein bisschen so, ich sag mal, bodenständig, wirkst jetzt nicht so fern, weil man verfällt ja schnell als Pokerprofi unbewusst, ja, so, dass man halt unantastbar vielleicht wirkt, ist vielleicht das falsche Wort, aber so, dass man halt, der schaut doch auf den Pokertisch, ne, dann diese, Poker ist ja jetzt nicht gerade mit den Ultra-Emotionen verbunden, so, wenn man da jetzt, sag ich mal 10 Stunden da steht, da passiert ja nicht viel, ne? Mhm. Und auf dem Stream musst du ja dann doch die Leute mitnehmen irgendwie, ne? Und bei dir hat man halt das Gefühl, dass man da auf die Reise mitgenommen wird, sag ich mal, ne? Ich nehme die Leute auf die Reise mit, sagst du? Ja, also das ist jetzt nicht so, okay, klick, 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 so, das ist klar, deswegen mache ich das so und diese, klick, 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 bat, dat, aber sonst, weißt du, fehlt da irgendwie so ein bisschen. Also ich meine, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht ich selber wäre, ich glaube, ich würde mir gern zugucken. Ich glaube, ich bin ganz unterhaltsam und ich bin irgendwie ganz, 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 also mich kann man wahrscheinlich gut gucken, so, ich bin jetzt eben nicht langweilig. Ja. Ja. So, ich denke, das ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Du bist auch nicht langweilig, du bist auch irgendwie unterhaltsam, witzig, da ist immer was los. Ja. Deshalb gucken dich auch viele Leute an. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt halt viele, viele Streamer, die möglicherweise eben nicht so in dem Sinne erfolgreich sind, wie man jetzt mit Poker erfolgreich sein kann. Poker ist halt immer noch eine sehr, sehr kleine Sparte. Was wahrscheinlich daran liegt, dass dann eben ein bisschen langweilig ist, ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass, also ich würde sagen, die Kollegen, jeder macht das auf seine Weise super. Und ich finde, man sucht sich ja als Zuschauer dann auch die aus, wo man sich wohlfühlt. Ne? Ich kann halt jetzt nur von dir sagen, dass ich halt bei dir mich da wohlfühle, weil du halt mich jetzt als Zuschauer und für meinen Geschmack halt ansprichst. Ne? Und wie auch viele andere Kollegen, die ich gerne gucke. Ja. Klar, und genauso andersrum guckt wahrscheinlich mal einer mir zum Beispiel nicht gerne zu, weil ich dem auf den Sack gehe oder weil ich zu viel Blödsinn laber oder Scheiße baue am Tisch oder was auch immer. Aber keine Ahnung. Also ich glaube halt, dass du den Erfolg daher hast, dass du halt nicht nur, was ich sagen wollte, nicht nur durch deine Vergangenheit, sondern halt, weil du aktuell halt auch die Leute ansprichst. Ja, eben, klar. Also man kann ja nicht immer von den Sachen zehren, die irgendwann vor eben 10, 11 Jahren mal passiert sind, so, sondern wenn mein Stream halt scheiße wäre, dann wird da keiner rumhängen, bloß weil genau. Ich irgendwann mal im Fernsehen Poker gespielt habe, ist schon klar. So, Mann, ist getan. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße gehen raus im Chat, auch schön, dass ich so viele Leute gesehen habe, die auch bei mir auf dem Kanal immer rumhängen und ja, liebe Grüße an alle, die dabei waren. Danke. Danke. Mach's gut, mein lieber Marc. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's gut.